König. Er fuhr in der Krippe herum, versuchte alle seine Künste und schließlich, in der äußersten Not, schlüpfte er dem göttlichen Kind ins Ohr. Vergib mir, flüsterte der Atemlose zu, aber ich kann nicht anders. Sie bringen mich um, wenn sie mich erwischen. Ich verschwinde gleich wieder, der göttliche Gnaden. Lass mich nur sehen, wie. Der Floh äugte also umher und hatte auch gleich seinen Plan. Hör zu, sagte er, wenn ich alle Kraft zusammennehme und wenn du stillhalten kannst, dann würde ich vielleicht die Glatze des heiligen Josef erreichen und vom Dunkel das Fensterkreuz und die Tür. Sprich nur, sagte das Jesuskind unhörbar, ich halte still. Und dann sprang der Floh, aber es ließ sich nicht vermeiden, dass er das Kind ein wenig kitzelte, als er sich zurechtrückte und die Beine unter den Bauch zog. In diesem Augenblick rüttelte die Mutter Gottes ihren Gemahl aus dem Schlaf. Ach, sieh doch, sagte Maria.